schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen bei einem in unserem Kultur-Europa-Journal. Und ganz besonders freue ich mich, heute Werner Schrems zu Gast zu haben. Hallo Werner. Hallo, freue mich auch. Werner Schrems ist Intendant von La Strada, macht sehr viel anderes, ist für uns im Kontext Kultur international immer wieder ein ganz kompetenter Ansprechpartner, weil du mit deiner Organisation schon sehr lange im europaweiten Netzwerk in situ vertreten bist. Bist du so lieb, magst du uns ein bisschen was erzählen darüber? Ja, in situ ist eine große Leidenschaft von mir, von uns, von unserem Team. Es gibt schon seit 2003, also wir haben damals gemeinsam mit Pierre Sauvageau von Le Public in Marseille diese Initiative gestartet, waren am Anfang zu zweit, haben dann ein paar weitere gefunden in Europa und inzwischen gibt es das seit mehr als annähernd 20 Jahre schon. Also inklusive dem nächsten Programm, das wir vor kurzem genehmigt bekommen haben, Ankommen. Super, gratuliere. Werden wir die über 20 Jahre alt werden. Also bis 2024 geht es jetzt. Und Institu ist halt ein Netzwerk, das sich gegründet habe, um die Kunst im öffentlichen Raum, um die Künste, die sich mit den Menschen auch durchaus in urbanen Bereichen beschäftigen, um das zu fördern und um hier auch einen internationalen Austausch zu pflegen, um Künstler vor allem zu unterstützen. Und wir folgen eigentlich den Künstlern und ihren Ideen, ihren Forschungsgebieten, könnte man fast sagen. Und in den letzten Jahren, also eigentlich schon seit mehr als 15 Jahren jetzt, entwickelt sich das sehr stark in Richtung Community Art, also künstlerische Arbeit in Zusammenarbeit und im Austausch mit der Bevölkerung. Das ist das, was uns interessiert. Und wie schon der Titel sagt, Uncommon Spaces, werden wir uns in den kommenden Jahren eben damit beschäftigen, wem gehört die Stadt, wer nutzt sie und wofür wird sie genutzt, und auch sehr stark in Austausch und in Zusammenhängen, die sich auch mit den Fragen der Umwelt und dem, wie verhalten wir uns in diesen Städten. Und da gibt es ganz fantastische Überlegungen auch von Künstlern und Kulturschaffenden, sodass wir da auf, glaube ich, eine spannende Zeit zugehen. Das heißt, ich meine, ihr beschäftigt euch ja total mit den genau Themen, die uns auch durchaus während der Corona-Zeit beschäftigt haben. Das heißt, öffentlicher Raum, wie gehe ich um im öffentlichen Raum? Was aber ein Thema von Stadtentwicklung ist, was auch Post-Corona natürlich Entwicklung ist, eben die ganze Geschichte Green Deal, Umwelt. Das ist sehr, und das heißt, wie viele Partner und Partnerinnen habt ihr da aus wie vielen Städten? Ja, es sind jetzt bei Uncommon Spaces gibt es 31 Mitglieder. Also es sind circa 25 Partner und der Rest sind assoziierte Partner. Und wir versuchen auch stärker und viel mehr jetzt über die Grenzen sozusagen ein bisschen hinauszuschauen, auch was das Kulturschaffen betrifft. Also mehr Interdisziplinarität, auch durchaus kritische Geister einzuladen. Es gibt bei Uncommon Spaces auch eine Einladung an sozusagen an das, nicht an das Publikum direkt, aber an Institutionen, die sich mit Fragen der Architektur auseinandersetzen, die aus dem Journalismus kommen, die aus anderen wissenschaftlichen Bereichen kommen und die wir einladen, auch mit zu diskutieren und aus dem heraus dann auch Projekte zu entwickeln. Ja, und die Frage der Umwelt und wie wir mit ihr umgehen, die wird natürlich sehr, sehr stark und wesentlich in den kommenden Jahren auftauchen in den künstlerischen Konzepten. Aber am Ende geht es darum, wie beteiligt sich auch Kunst und Kulturschaffen in der Entwicklung, auch in der Gesellschaft. Und wir möchten das auch noch stärker verankert wissen, auch in Entscheidungsfragen für die Zukunft. Und wir brauchen nicht so weit schauen. Und es ist auch für uns immer ein wesentlicher Faktor gewesen, dass wir denken, dass das Internationale, das Überregionale ohne eine Verankerung in der jeweiligen Region gar nicht so viel Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt schauen, wir haben alle Themen überall
es gibt nichts, keinen Ort mehr, der sich nicht verbindet und vernetzt auch mit anderen. Und wo diese ganzen gesellschaftlichen Fragen nicht wesentlich sind. Und gerade diese globalen Auswirkungen, diesmal ist die Umweltfrage abgelöst von einer Gesundheitsfrage, also von einer durchaus veritablen Katastrophe, könnte man sagen. Und da sehen wir mal, wie verbunden wir alle sind und wie wesentlich das alles auf uns einwirkt. Und wir sehen uns jetzt in dem Netzwerk auch dafür verantwortlich, diese Brücken weiter zu stabil zu halten zwischen auch den Künstlern auf der internationalen Ebene, zwischen den Gesellschaften auch und hier was herzuzeigen, also unseren regionalen Situationen mit unseren Bevölkerungen, mit dem Publikum auch was zu erzählen, wie ist es woanders. Und wir sehen das auch durchaus inklusiv sozusagen, auch diese Brücken aufzubauen, nicht nur regional zwischen den Gesellschaftsunterschieden, kann man ruhig sagen, also zwischen den verschiedenen Leuten, die hier zusammenleben, aber es auch zu vernetzen mit dem Internationalen. Das soll sichtbar werden. Es ist, darf ich da einhaken, weil das ist ja auch durchaus eine Frage gewesen im Kontext von europäischen Projekten. Wie ist euch gegangen während der Corona-Zeit? Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, das war eigentlich sehr, sehr spannend und sehr berührend auch oft. Also wir haben dann natürlich in der Situation sofort einmal dafür gesorgt, dass wir hier unser eigenes Team und unsere Mitarbeiter in eine Situation bringen, wo die gut umgehen können mit der Situation. Es war natürlich wie bei vielen Homeoffice angesagt. Es war dann aber sehr wesentlich, sofort einmal mit den Künstlern Kontakt aufzunehmen, weil unser Programm für 2020 war fertig. Da sind viele Projekte dabei, für die wir über mehrere Jahre Vorbereitungszeit gehabt haben. Dann setzt man sich mit den Künstlern auseinander, dann trifft man sich im Netzwerk, in dem Fall eben im Internet, und da sind dann 25, 30 Gesichter auf einem kleinen Bildschirm versammelt, und da geht es dann ums Eingemachte, wie wir sagen würden, also viele Festivals, die abgesagt wurden, viele persönliche Probleme auch in den Finanzierungen. Und das ist ja europaweit und weltweit komplett unterschiedlich gehandhabt worden. Und wir haben aber uns sofort eigentlich darauf geeinigt, dass wir sagen, dass Kultur bleibt nicht stehen. Also auch nicht, wenn so eine Krise auftaucht. Und man kann jetzt nicht untertauchen und sagen, hallo, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wenn es uns noch gibt, dann können wir ja schauen, ob wir wieder zusammenarbeiten können. Das war nicht das Thema. Also wir haben immer gewusst, wir möchten gern eigentlich mit den Künstlern weiter zusammenarbeiten, Wege finden, wie wir nicht hinten wieder auftauchen, wenn die Krise vorbei ist, sondern durch gemeinsam auch Projekte entwickeln und die Verbindung zwischen den Künstlern und dem Publikum auch weiter beibehalten. Das heißt, wir haben jetzt Situationen gehabt, die durchaus auch inspirierend waren. Das haben wir gesehen auch innerhalb Europas, in den Partnerschaften unter den Kollegen, dass diese Haltung sehr wohl auch ansteckend war. Also nicht nur das Virus ist ansteckend, sondern auch die Form, wie man damit auch kreativ umgehen kann. Wir haben jetzt unser Festival auf das ganze Jahr, auf den ganzen Jahreszeitraum ausgedehnt und haben jetzt eigentlich ein fertiges Konzept wie ein, wir nennen das ein Festival in vier Sätzen, sozusagen des Aufbaus einer Symphonie. Auf Englisch heißt das so schön, a Festival in four Movements. Und das bedeutet schon einmal Bewegung. Und wir haben dieses wunderschöne Projekt von Joanne Layton in Graz heuer, der Graz Vigil, also die Menschen, die jeden Morgen und jeden Abend auf den Schlosspark gehen und eine Stunde ihrer Zeit zur Verfügung stellen, die Präsenz zeigen, die aber auch in Austausch gehen mit der Stadt, sich auch überlegen, was ihr Leben in dieser Stadt bedeutet. Und das teilen sie dann auch mit anderen, indem sie Texte schreiben, indem das im Internet ist, indem wir im nächsten Jahr ein Buch dazu machen, eine Ausstellung.
Und dieses Projekt war so unser Ankerpunkt, um den wir uns gedreht haben. Jetzt haben wir einen zweiten Satz sozusagen dieser Symphonie entwickelt, gemeinsam mit Künstlern zum Großteil aus Österreich, mit Choreografen und Musikern, mit Komponisten, aber auch mit Künstlern aus den Niederlanden, wo wir eine Woche lang ein Programm gestalten werden für Graz, wo man nicht eingeladen wird, an einen bestimmten Ort zu kommen, um dort Kultur frontal zu erleben, sondern wo man eingeladen wird, sich zu beteiligen an zwei Kunstprojekten. Eines ist eine Choreografie mit Willi Dorner, wo die Menschen ihre Stadt zurückerobern, wo sie einen Küchensessel nehmen, hinausgehen auf die Straße und dort Platz nehmen. Plätze auch definieren, die vielleicht für Dinge zur Verfügung stehen, die man auch für Menschen nutzen könnte. Und dann gibt es ein wunderschönes Projekt von Günter Meinhardt, der die Stadtbewohnerinnen und die Grazerinnen, die auch Musikinstrumente spielen können, einlädt, gemeinsam hinauszugehen auf die Straße und mit gebührendem Respektabstand zueinander in einem Raster in der Stadt zur gleichen Zeit das gleiche 19-minütige Stück, das sie vorher geübt haben, zu spielen, um dann wieder im Stadtraum zu verschwinden, aber ohne sich davor vor ihrer Stadt zu verneigen, wie ein Künstler das macht, vor seinem Publikum. Und dann gibt es eben noch zwei andere weitere choreografische Projekte und eine große Klanginstallation, die sich vom Maria-Hilfer-Platz bis hin zum Opernhaus durch die Stadt zieht, wo Live-Sopranistinnen auch für unsere Stadt singen werden und wo wir einen Klangraum erzeugen und den wir sowas wie in so einem Dom sehen, der über dem ganzen anderen auch noch schwebt und wo man und mit seiner eigenen Verantwortung, mit seinem eigenen Gespür, mit dem, wie man selber auf das zugehen will, in die Stadt gehen kann und dort was vorfinden wird, das die Stadt auch verändert. Das ist unser zweiter Satz jetzt einmal, den wir vorbereiten. Ja, sehr schön. Das heißt also, ich brauche nicht Fragen zum Thema Kultur und Europa, weil du hast es mir schon beantwortet. Das heißt, sollte irgendwer positive Energie aus der ganzen Krise irgendwie schöpfen wollen, schicke ich ihn zu dir, oder? Ja, ich hoffe, dass die Menschen uns finden werden, weil wir werden sie nicht ganz genau aufmerksam machen, wo was passiert. Aber es werden ganz viele auch eingeladen sein, sich zu beteiligen. Und dann gibt es ja normalerweise bei La Strada auch eine Eröffnung. Wir haben das auf den Sonntagabend verschoben. Es gibt keine herkömmliche Eröffnung wie sonst, aber es gibt eine Einladung an die Grazerinnen und Grazer, an die Bevölkerung auch der Steiermark, man kann das ja im Internet dann bei uns finden, an einer Wanderung teilzunehmen, eigentlich an drei Wanderungen. Jeder 12. dieser Wanderungen wird ein Führer sein für die anderen 11. Die sind ein bisschen mehr eingeweiht wie die anderen, weil die wissen dann, wo der Weg hinführt, wie der Rhythmus ist. Und wir stellen uns davor, so drei Ameisenwanderungen, die durch eine verkehrsbefreite Innenstadt abends an einem Sonntag circa 1,5 Kilometer gemeinsam durch die Stadt gehen, an verschiedenen architektonischen Punkten vorbeikommen, an diesen musikalischen Konzepten vorbeigehen, wo alle Künstler zusammenwirken werden an diesem einen Sonntagabend und etwas gestalten werden, das man dann wie zufällig erlebt. Und es gibt da niemanden, der das Gleiche erleben wird wie die anderen, weil man wird nämlich sich an die Regeln halten und mitwirken an was, wo man eben gemeinsam durch die Stadt geht. Und selbst das sehen wir als einen künstlerischen Akt, der vorbereitet wird. Verrätst du uns noch das Datum von dem Sonntag? Es können noch ein Abschluss. 26. Juli ist das. Das heißt, den merken wir uns gleich vor, oder? Genau, also man kann sich da dann bei uns anmelden für ein Zeitticket, wo man teilnimmt an der Wanderung, oder man,
Man hat von den Techern pfeifen gehört, ungefähr wann das passiert. Man kann einfach so durch in die Stadt spazieren und das zufällig auf Kunst und Kultur stoßen. Genau, von der Distanz aus, vom eigenen Empfinden, wie man damit umgehen will, dann sich da in der Stadt bewegen. Großartig. Das heißt, wir merken uns den Sonntag, 26. Juli 2020 vor. Genau. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sicher durch die Stadt und Wort, was mir entgegenpfeift. Ja, freut mich. Und wie gesagt, das ist auch an 5 anderen Tagen noch zu erleben, die Installationen. Also man muss auch nicht unbedingt diesen einen Tag aussuchen. Ja, aber man kann also ja das Wochenende gut ausklingen lassen bei einem Sonntagabendspaziergang, ne? Genau, das ist der Plan. Super, ja, vielen Dank, lieber Werner, dass du uns Einblick gegeben hast. Danke auch für dieses so positive Gespräch mit dir. Und wir sehen uns spätestens am 26. Juli. Ja, freue mich drauf. Dankeschön, Werner. Ciao, Baba.